Hallo und schön, dass du wieder hier vorbeischaust. Heute zeige ich dir, wie du die Array-Funktion Filter mit mehreren Kriterien effizient und gewinnbringend für deine Datenanalyse verwendest. Das Ganze beginnt mit dem Ist-Gleichzeichen und der Funktion Filter. Die Matrix erhältst du hier dank einer intelligenten Tabelle schnell in deine Formel. Und das Entscheidende, wenn du mit mehreren Kriterien jetzt arbeitest, dass du die jeweils in Klammern setzen musst und mit einem Malzeichen verbindest. Heißt also, ich beginne hier mit einer Klammer, klicke dann hier, dass ich den Ort möchte ich also gefiltert wissen, der dem Kriterium entspricht aus der Zelle G2 und das multiplizierst du dann mit dem Monat, weil du hier konkret auswerten möchtest, welche Umsätze generiert der Ort Hamburg im Monat September. Heißt also hier Monat September und also ja zwei Klammern hast, auch zwei Klammern am Ende, das Ganze mit Enter. Du erhältst, wie du siehst, eine schnelle, dynamische Auswertung deines Umsatzes, der nun zwei Kriterien, nämlich Hamburg und September, entspricht. Der große Vorteil ist hier wieder, dass sich Umsätze im September automatisch ergänzen werden. Eine sehr schöne und praktische Funktionalität in deiner täglichen Auswertpraxis. Ich freue mich, wenn dir dieses Tutorial gefallen hat und du einen Daumen hoch hinterlässt oder meinen Kanal abonnierst. Gerne kannst du den Link in deinem Netzwerk teilen. Bis zum nächsten Mal.